Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil, Sextil zwischen Merkur und Saturn. Dieser Aspekt wirkt aus dem dritten Haus kommend in das zweite Haus hinein. Saturn als Herrscher des dritten Hauses und Merkur als Herrscher sowohl des ersten, des elften Hauses als auch des achten Hauses. Das Involviertsein des achten Hauses überrascht mich deshalb nicht, weil die gerade 1948 auf Skorpion gerade hinweisen. 1948, ja, das waren die schweren Jahre von 1945 bis 1955 und hier gibt es den legendären Film des Otto Normalverbrauchers. Ich glaube, später gab es dann noch mehrere Clips. Hauptdarsteller Gerd Fröbe, ein unvorstellbar genialer Schauspieler, der sozusagen dann nur wenige Jahre später dann im Breitwand oder wie heißt das? Ja, Breitwandformat sozusagen weiter Karriere gemacht hat. Also großartiger Schauspieler. Also ich meine nur, er hat dann auch die Wohlstandszeit verdienterweise genossen. Ja, Volksgenossen, es geht weiter, also das heißt, alles geht weiter, es geht immer weiter, es geht auch sozusagen bei den Preisen weiter, die Preiswelle rollt weiter an, also in dem Fall, sie fließt weiter an, das Wasser wird immer teurer, ist mir bei meiner Quelle, muss ich ehrlich gesagt zugeben, noch nicht aufgefallen, aber dort bekomme ich das Wasser auch gratis, weil jeden Tag dort tausende Liter kostbares Trinkwasser einfach so in den Kanal fließen. Naja, Bargeldknappheit ist zu erwarten, denn wenn gewisse Dinge nicht mehr funktionieren sollen, es geht ja ums Sollen, nicht nur werden, sondern sollen, ja, und hier macht man auch hierzulande, macht man sich darüber Gedanken, aber auf kleinerem Niveau, ja, kleineres Niveau, also das heißt auch hier, wie gesagt, was wäre, wenn, also die klassischen Planspiele, was wird geschehen, wenn es dann soweit sein wird oder auch nicht sein wird. Wir werden das alles sehen, aber eines werden wir auf jeden Fall bleiben, ruhig und gelassen. Egal was passiert, wenn du in deiner Mitte bist, wenn wir in unserer Mitte sind, was soll schon passieren? Ja? Was soll schon passieren? Es gibt nur diesen Moment, es gibt nur dieses Jetzt und alles andere sind nur ja, Fantastereien. Genauso letztendlich ja auch die Astrologie eine Art Fantasterei darstellt, aber aus einem anderen Grund real ist, weil wir Menschen Empfangsmaschinen sind, also Bio-Roboter sind Bio-Empfangsmaschinen für astrologische Energien. Ja, ich habe mir gedacht, ich werde darüber einen Text veröffentlichen. Ja, wir waren bei der zweiten Zahlenreihe stehen geblieben und wir können uns gerne anschauen, was die Bedeutung dieses Aspektes ist, denn Merkur-Saturn-Aspekte haben immer, ja, auch in positiven Aspekten, also wie Sextil oder Trigon. Ja. Wir haben hier noch ein Trigon von Saturn zu Mars hinauf. Also das heißt, auch hier haben wir noch nach wie vor das Quadrat zu Uranus und Saturn. Also das heißt, Uranus 16 Grad 04, Saturn 19 Grad 48. Also es wird immer größer, der Abstand. Aber es hat halt noch immer einen gewissen Einfluss. Ja. Und wir erkennen hier natürlich doch eine Mehrfachverspannung. Merkur, Saturn, Saturn, Mars, Saturn, Uranus und es scheint so zu sein, als wäre jetzt Saturn eine Art Drehscheibe. Saturn als Herrscher des dritten Hauses steht für Wirtschaft, Handel und Industrie, natürlich auch für Kommunikation, natürlich auch für die Straße allgemein, für das Schulsystem, für das Unterrichtssystem und wenn du so möchtest, auch für kurze Reisen, für kleine Reisen, die weiten, die langen Reisen, die Flugreisen sind im neunten Haus, deswegen wird hier dem dritten Haus auch der Straßenverkehr zugeordnet und wenn man in der Stundenastrologie ein Auto sucht, ja, oder ein Autobus, ja, dann sucht man halt hier im dritten Haus. Es ist auch das Haus natürlich der Geschwister. Schauen wir mal, also das heißt, wir sehen hier zwei Geschwister, aber Scherz beiseite, wir sehen hier Saturn natürlich auf Skorpion geraden im dritten Haus schwierig besetzt. Also das heißt, wir kennen hier alleine schon aus der Besetzung drittes Haus, Spitze Steinbock, wir schauen uns die gerade an, 1454, das klingt nach Jungfrau.
nach Jungfraugraden, also das heißt fleißig, pflichtbewusst, aber sehr, sehr zäh, sehr, wie sagt man, Steinbock steht halt für Mühsal, ja, also es ist anstrengend, es ist mühsam und es ist natürlich auch, es gibt auch, naja, Verhärtungen, Verlangsamungen in der Wirtschaft, im Bereich der Wirtschaft ist, glaube ich, dir auch bereits aufgefallen. Also schön, dass man es im Horoskop hier immer wieder sieht. Ja, wie gesagt, es ist ein 92-Tages-Horoskop und jedes Haus hat aufgerundet, es sind 7,66, also 7,6 periodisch, hat aufgerundet 8 Tage Länge. Ich möchte jetzt nicht viel, allzu viel herum zählen, aber ich würde sagen, da der Aspekt am 2. März 2023 kommt und hier haben wir 3x8 ist 24, würde ich sagen, wirkt Saturn so Anfang Jänner 2023 und wirkt dann hier hinein, würde ich sagen, in den Februar 2023. Also das heißt, wir haben hier zwei Auslösungen. Und was könnten die bedeuten? Naja, Sextile handeln von Chancen. Also das heißt, hier gibt es eine Möglichkeit, hier offenbart sich eine Möglichkeit. Und wer ist diese Möglichkeit oder worin könnte diese Möglichkeit bestehen? Wir sehen im zweiten Haus Spitze 11. Haus in der Jungfrau. Das heißt, wir sehen hier verbündete Staaten, befreundete Staaten, alliierte Staaten im zweiten Haus. Also das heißt, wir sehen hier das Thema Geld und Finanzen ist bei denen virulent. 1, 2, 3, 4. Obendrein geht es auch um die Bevölkerung in diesen befreundeten Staaten. Warum? Wie komme ich darauf? Weil das zweite Haus ist das vierte vom 11. 1, 2, 3, 4. Also die Bevölkerung in befreundeten Staaten. Und hier haben wir 8. Haus. Also das heißt, es geht nicht nur diesen Staaten finanziell betrachtet sehr schlecht, sondern auch der Bevölkerung dieser Staaten geht es 8. Haus nicht gut. Und hier ist über Saturn die Chance einer funktionierenden Versorgung wieder da. Ja? Diese Versorgung, wie wird sie sich darstellen? Naja, Saturn, also das heißt, wir haben es hier mit einer kargen Versorgung zu tun. Ja? Und ich glaube, dieses Thema betrifft nicht nur die befreundeten Staaten, sondern dieses Thema betrifft natürlich auch uns. Die Kargheit in der Wirtschaft und im Finanzbereich. Also das heißt, hier könnte es zu einem bescheidenen, ja, zu einem bescheidenen Niveau kommen. Also das heißt, und auch natürlich die Skorpiongrade zeigen mir auch, dass hier damit möglicherweise auch Machtspiele betrieben werden könnten. Aber wir wissen, die da oben würden so etwas mit uns natürlich niemals machen. Deswegen bitte um Vergebung wegen dieser erneuten niederträchtigen Verschwörungstheorie. Wir haben bei der neuen Zahlenreihe, ja genau, die wollte ich ja, darüber wollte ich noch schnell plaudern. Die neue Zahlenreihe lautet 9.9.1740, kann ich ganz schnell erklären, leicht erklärt, wie komme ich darauf, warum ist morgen der 9.? Naja, wir haben in 5 Minuten den 8. Grad, also 8 Grad Sonne und der 9. Grad geht von 8 Grad bis 9 Grad. Und das stimmt, daher ist es auch der 9. Grad im 9. Monat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ist die Zahl des Schützen, also passt haargenau, 1740 passt auch. Und da wir Merkur im Titel haben, passt die 9 für Merkur stehend hundertprozentig Volltreffer, Sieg, ganz eindeutiger Sieg, egal wie alle anderen Karten weiter lauten, die neue Zahlenreihe hat damit bereits gewonnen. Also so schnell kann es manchmal gehen. Die 18 an zweiter Stelle. Was zeigt uns die 18 an zweiter Stelle? Naja, sie weist auf den Mond hin, aber auch auf die Beendigung des Karmas. Also Falschheiten, Betrug, Kriminalität, man hat sich täuschen lassen, man wurde getäuscht, aber es ist auch das Ende der Täuschung. Finde ich diese 18, ja, finde ich die im Horoskop? Na gut, ich meine, ich liebe so einfache Fragestellungen, weil mit Mond in den Fischen, Neptun in den Fischen, beides im vierten Haus, darum suche nicht mehr weiter und sei heute lieber heiter, also das heißt, sehr einfach zu finden, also ein sogenannter Home Run. Die 19, die Sonne, eine starke, großartige Schutzzahl. Man ist sich seiner so sicher, ja, dass man eben glaubt, es ist alles
super, super leicht. Ja, also es steigt einen ein bisschen zu Kopf. Wo könnte ich die 19 finden und suchen oder suchen und finden? Naja, zunächst einmal schauen wir Löwe, Sonne und fünftes Haus. Schauen wir die Besetzung dieser drei Faktoren an. Löwe ist mit Spitze 10. Haus im Löwen stark besetzt, also wäre schon mal ein halber Punkt. Dann die Sonne an der Spitze des 2. Hauses ist auch eine markante Besetzung, immerhin die stärkste und näheste Häuserspitzenbesetzung. Alleine das wäre schon ein Volltreffer. Und dazu kommt noch, das Löwehaus ist mit dem Herrscher des 2. Hauses, Jupiter Spitze 2, im Schützen besetzt. Also ist hier die Sonne eindeutig mit dem Jupiter-Prinzip verbunden. Und so schlecht ist das dann auch nicht mehr. Ja? Also das heißt, auch wenn wir Aszendent Skorpion haben, auch wenn der Aspekt auf Skorpiongraden steht, ist sozusagen die Sonne an der Spitze des 2. Hauses eine gute Position. Jupiter nahe der Spitze des 5. Hauses ist auch eine gute Position. Also wie gesagt, sollte der morgige Tag jetzt schon mal gerettet sein, weil die Sonne ist wirklich eine grandiose Schutzzahl. Und ich würde sagen, verlassen wir uns einfach auch mal auf das Positive. Und wenn es nur wir selber sind, was heißt nur, wir sind diejenigen, auf die man sich letztendlich nur verlassen kann. Also das heißt, je mehr du dich annimmst, je mehr du dich liebst, ich lache deswegen, weil das ist mein Lebensthema, ja. Aber ich arbeite dran, ich bin noch jung, also das heißt, ich habe hier noch einen deutlichen Verbesserungsbedarf, aber aufgeben geht nicht, das heißt, ich schaue halt, dass ich auch es mal schaffe. Die 26 geben und nehmen sind aus der Balance sozusagen, man wollte es sich leicht machen, man wollte sich drücken und wo drückt dann der Schuh? Tja, gute Frage. Also das heißt, hier darf man dann vieles dann selber machen, also warum nicht? Warum nicht das, was man sich selbst erworben hat, das schätzt man mehr und das weiß man dann auch viel, viel mehr zu achten. Also das heißt, die 30 hatten wir schon in der alten Zahlenreihe, wir brauchen nicht nochmal sagen. Und die letzte Zahl, die 3 Uranus, das heißt die Herrscherin, man geht in die Kreativität über, man sozusagen erschafft aus der Stille, aus der inneren Ruhe und Gelassenheit. Ob das jetzt das Hauptkriterium von Uranus ist, wage ich zu bezweifeln, aber ich muss die Zahlenreihe leider so nehmen, wie sie kommt. Die 1, wie gesagt, wenn du mit einem Raumschiff unser Sonnensystem betrittst, ja, dann hast du als erstes was? Die 0, den Narren, also Nibiru. Die 0 ist natürlich der erste Planet, der dir auffällt, also dieses kleine schwarze Sonnensystem. Der 2. Planet, also dann die 1, ist Pluto, die 2 ist Neptun, die 3 ist Uranus, 4 ist Saturn, 5 ist Jupiter und so weiter und so weiter. Also das heißt, wir haben hier den Uranus rückläufig, als rückläufigen Herrscher des 4. Hauses. Naja, da ist in Partnerschaften, Beziehungen, sehe ich schon ein bisschen Nervosität, sagen wir es mal so. Und wir sind schon ganz nervös auf den 3. Teil. Ende.